Die Aktienmärkte scheinen irgendwie in so einer Art Pattsituation zu sein. Da ist was stützend wirkt. Die Impfstoffhoffnung, es wird alles gut, wenn der Impfstoff kommt, dann wird rasend schnell das Problem erledigt sein. Zumindest irgendwann in 2021 erledigt sein, eben durch die Vaccine, durch diesen Impfstoff. Das ist sozusagen das stützende Element. Und das negative Element ist vorwiegend, dass man jetzt erkennt, na, das wird natürlich jetzt ein schwieriger Ritt. Jetzt in diesem Quartal, dann auch im nächsten Quartal und heute gab es dazu einige Aussagen, die doch sehr, sehr anders klingen als noch vor einiger Zeit, als man das V beschworen hat, als man gesagt hat, ja, wir werden dann in 2021 tolle Wachstumsraten haben. Das ist alles jetzt gecancelt und wenn natürlich die Wirtschaft nicht wächst, sondern möglicherweise sogar schrumpft jetzt im ersten Quartal 2021, dann kann das keine so richtig gute Nachricht für die Unternehmen sein und es sind ja die Unternehmen, die in diesen Aktienindizes mit ihren Aktien enthalten sind. Das wird dann letztendlich auf Umsatz und Gewinn wirken und dafür sind die Aktienmärkte derzeit bekanntlich ja sportlich bewertet. Aber schauen wir uns mal an, was eigentlich jetzt am Markt passiert. Wir haben letztendlich eine Wandlung von einem Extrem ins andere Extrem. Man ist sozusagen vom Tech-Extrem jetzt in das Value-Extrem gewechselt. Das ist vor allem sichtbar am Optionsmarkt. Hier mal die Call-Volumina, die gehandelt werden am Optionsmarkt, etwa bei der Apple-Aktie. Wir sehen, wie das explodiert ist, dann Hochpunkt August, Anfang September. Da war es eine Manie, gerade von diesen Robin Hoodern, wenn man sie so bezeichnen kann, von Retail-Tradern, die massiv sich eben auf steigende Kurse über den Optionsmarkt, über Calls eingespielt haben hier und jetzt ist dieses Volumen massiv nach unten gegangen. Also die Wetten sozusagen auf steigende Kurse über Optionen im Tech-Sektor sind deutlich rückläufig. Und wir sehen auf der anderen Seite, wo ist das Ganze hingegangen? In Aktien wie zum Beispiel ExxonMobil, Energiesektor, also in die Sektoren insgesamt, die so starke verloren hatten während der Corona-Krise. Hier sehen wir, dass das Volumen massiv gestiegen ist jetzt, was die Optionscalls betrifft, was das Volumen der Calls betrifft. Und jetzt könnte man sagen, naja, okay, das ist der Optionsmarkt, who cares, ist nicht so wirklich bedeutend. Das ist falsch, denn man kann zeigen, wie manche hier vielleicht noch kurz auch bei Carnival Corp, dieser Kreuzfahrtschiffkonzern, hier sieht man die Steigerung besonders gut, was da an Spekulationen abläuft. Jedenfalls sagen ja manche vielleicht, ja, okay, Optionsmarkt, was geht uns das an? Das spielt keine große Rolle. Nein, manche sagen sogar, die sich mit diesen Bereichen auskennen, dass der Aktienmarkt inzwischen ein Derivat des Optionsmarktes sei. Hier sehen wir mal die gehandelten Marktkapitalisierungen, die hier bewegt werden, also was praktisch mit diesen Optionen bewegt wird und was auf der anderen Seite am Aktienmarkt bewegt wird. Und wir sehen, der Optionsmarkt ist inzwischen größer als der Aktienmarkt und zwar nicht unerheblich größer. Und da sehen wir also, dass das durchaus eine Rolle spielt und dann eben durch Absicherungspositionen von Brokern eben praktisch gehebelt nochmal potenziert wird, könnte man sagen. Beispiel Tech, Beispiel Tesla-Aktie, als die Call-Volumina von Spekulanten extrem hoch waren, dann kam eine Meldung, eine positive Meldung, vermeintlich positive Meldung von Tesla, die wurden da auch nicht unabsichtlich gestreut, so mein Verdacht zumindest, vorbörslich meistens. Daraufhin stieg die Tesla-Aktie vorbörslich, daraufhin mussten sich die Broker absichern, indem sie sozusagen die Aktie dann kauften, um sich gegen Risiken abzusichern. Das ist ein Mechanismus, der sozusagen diese Tech-Hosse so maßgeblich befeuert hat, praktisch wie so ein Hebel funktioniert hat. Und jetzt sehen wir ähnliche Muster möglicherweise eben in diesen Sektoren, Energie, alle Sektoren, die im Prinzip zu den großen Verlierern der Corona-Krise gehört hatten. Und wir sehen, dass im Energiesektor da vielleicht sogar noch einiges zu holen ist, denn die Short-Quote in diesem Sektor ist sehr, sehr hoch. Die höchste Short-Quote hier in den 11 Sektoren des S&P 500. Da kann man also noch einen Short-Squeeze auslösen möglicherweise. Da stehen also manche noch auf der Short-Seite. Jetzt wetten andere auf steigende Kurse praktisch wie eine Herde, die dann ins Laufen kommt und nicht zu stoppen ist. Die Shorties müssen ihre Positionen eindecken, treten dann als Käufer auf und so beschleunigt sich diese Entwicklung wieder. Aber insgesamt, und das sehen wir hier,
ist doch das Short-Volumen, also das Volumen, das Shorties an Aktien halten, extrem gering geworden, deutlich, deutlich unter 2% jetzt. Wir sehen also, dass diese Short-Squeeze immer unwahrscheinlicher werden und Short-Squeezes, also dass praktisch Leerverkäufer dann eindecken müssen, weil ihre Erwartung nicht eintrifft, weil die Kurse steigen, das sind oft Treiber auch dann für Rallyes an den Aktienmärkten. Also zumindest diese Facette, dieser Bereich wird jetzt nicht mehr wirklich in Frage kommen für größere Rallyes an den Aktienmärkten, weil alle Welt letztendlich short steht. Und insgesamt sehen wir dann eben diese Pattsituation, Impfstoffhoffnung auf der einen Seite, ökonomische Realität, die sich jetzt abzeichnet, schon in diesem Quartal, dann im nächsten Quartal, im ersten Quartal 2021 sehen wir, dass da irgendwie jetzt so eine Pattsituation entstanden ist. Die Impfstoffenthusiasten wollen nicht verkaufen. Auf der anderen Seite ist eben letztendlich die Aussicht auch nicht so toll auf das, was da jetzt ökonomisch kommt. Jetzt muss man eben auf die Fed hoffen. Das ist sozusagen jetzt die Rettung, die man braucht. Hier sagt ja die Bank of America, sell the vaccine. Wir sehen, dass sozusagen die Credit and Equity Prices auf einem Hoch sind. Wir sehen, dass wir Peak Positioning haben. Wir sind ja mit Extremwerten gesegnet derzeit, was die Investitionsquote etwa von Fondsmanagern betrifft. Es ist eine ziemlich starke Euphorie erkennbar nach wie vor über eben der Impfstoff löst das Corona-Problem. Hier die Vaccine Distribution wird super laufen, also praktisch die Verteilung des Impfstoffes dann, dass möglichst schnell möglichst viele Leute geimpft werden. All das erinnert so ein bisschen an die Geschichte, die wir 2018 gesehen hatten, kurz nach der Unternehmenssteuerreform durch Donald Trump. Da war ja auch im Januar 2018 dann, nachdem das im Dezember 2017 verabschiedet wurde, eine Wahnsinns-Euphorie am Markt und dann ist es genau andersrum gekommen. Muss diesmal nicht so sein, aber es ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, wenn alle Leute im selben Boot sitzen. Vorher saßen alle in Tech, jetzt sitzen alle in Value, vor allem in Energie. Und jetzt sehen wir aber auf der anderen Seite, dass wenn die Wirtschaft nicht mehr sich so toll erholt, dann wird es auch mit dem Energieverbrauch schwieriger, dazu gleich mehr. Jetzt hatten wir ja gestern diese Situation, gestern im späteren Abend hat ja München diesen Brief geschrieben, hat gesagt, ich will so ein paar Mittel wieder zurückhaben aus bestimmten Emergency Lending Programs. Die Fed hat darauf mehr oder weniger entrüstet reagiert und hat gesagt, nee, geht gar nicht, halten wir für unklug. Jetzt hat Mnuchin sich heute dazu geäußert und gesagt, ja, also die Fed hat doch genug Feuerpower noch, das brauchte sie gar nicht. Und faktisch sagte Mnuchin, wir haben immer gesagt, das sind Emergency Tools, also das sind Notmaßnahmen und wenn jetzt die Not nicht mehr da ist, dann nehmen wir eben diese Maßnahmen weg. Ist das jetzt eine politische Geschichte? Klar, man ist nicht sehr kooperativ jetzt sozusagen im Endstadium der Trump-Regierung und muss allerdings, oder man muss eben auch dazu sagen letztendlich, dass diese Programme praktisch kaum abgerufen worden sind, etwa durch betroffene Unternehmen. Warum sind sie nicht abgerufen worden? Weil diese Stimulusmaßnahmen durch die Regierung einerseits, die US-Regierung einerseits und durch die Fed andererseits mit den Anleihekäufen es den Unternehmen eben ermöglicht hat, zu sehr niedrigen Zinsen Unternehmensanleihen auf den Markt zu bringen, sodass man eben diese Kredite nicht brauchte von der Fed. Dementsprechend hat das eigentlich keine große faktische Rolle gespielt. Das ist ein bisschen viel Lärm um nicht sehr viel, der hier veranstaltet wird. Aber wir haben jetzt eben die Situation, dass die Perspektiven sicher deutlich verschlechtern. Wie gesagt, wir hatten ja lange diese Wunderzahlen gesehen, was da im Jahr 2021 an Wachstum alles passieren würde. Jetzt kommt die zweite Corona-Welle oder wir sind mittendrin. Und jetzt hat JP Morgan als erste Großbank gesagt, ja, also wir erwarten ein negatives Quartal, erstes Quartal 2021. Es ist der erste Platzhirsch oder der Platzhirsch, der sich jetzt vorwagt und sagt, Leute, das wird nichts mit Wachstum in 2021, im Mindesten nicht im ersten Quartal. Heute hat nochmal Larry Kudlow, der Schönsprecher, gesagt, also wir sehen ein tremendous momentum in the economy. Das scheint dem ein bisschen zu widersprechen. Wir werden Larry Kudlow vermissen. Es war wirklich wunderbar mit dir. Das war schon ein großartiges Schauspiel, auch wenn es überwiegend alternative Fakten waren, die Larry Kudlow da präsentiert hat. Die Trump-Anhänger sind ja nach wie vor sozusagen der Überzeugung, Trump wird bleiben. Naja, der Glaube kann Berge versetzen. Man sollte dann allerdings nicht zu überrascht sein, wenn der Berg dann doch stehen bleibt. Schauen wir uns hier nochmal diesen Ölverbrauch an.
Und das ist eben diese Geschichte jetzt, warum der Energiesektor vielleicht perspektivisch jetzt nicht so attraktiv sein sollte, obwohl jetzt alle eben auf diesen Sektor springen, weil, wie wir sehen, zum Beispiel die Gasoline Demand, also die Benzinnachfrage, in der letzten Woche so stark abgefallen ist in den USA wie seit Mai nicht mehr. Wir sehen also massiv weniger Nachfrage. Wir haben nächste Woche Thanksgiving, wo Millionen von Amerikanern normalerweise verreisen. Das wird auch diesmal passieren, aber es wird eben deutlich weniger passieren. Vielleicht die Hälfte derjenigen, die letztes Jahr verreist sind. Das wird natürlich von der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen oder wird massive Spuren bei der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen hinterlassen. Das sollte man nicht vergessen. Und auch inflationsmäßig dürfte das sich auswirken. Es gibt ja die Diskussion, bekommen wir eine große Inflation, weil einfach die Notenbanken so stimulieren und wenn die Vaccine, wenn der Impfstoff kommt, die Wirtschaft wieder anspringt und dann werden die Verbraucherpreise anziehen. Wir sehen aber, dass wir hier in einem konstanten Abwärtstrend bei diesen Verbraucherpreisen sind. Was gestiegen ist, sind die Vermögenspreise, sind also Immobilienpreise und Aktienpreise, aber nicht die Verbraucherpreise, die sind tendenziell immer weiter auf dem Rückmarsch und dürften eben auch durch die negativen Wachstumsraten, wie ich gestern, glaube ich, gesagt hatte, als neue Beschreibung alternativer Fakten, negatives Wachstum. Da sehen wir, dass natürlich dann auch in Sachen Inflation wenig passieren dürfte. Und auch für Europa sieht es nicht so furchtbar gut aus. Jetzt hat sich heute Goldman Sachs geäußert und hat gesagt, also die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone, die dürften jetzt dann abschmieren auf einen Wert unter 50, deutlich unter 50, auf 44,7. So erwartet man. Man erwartet also einen Rückgang, der sehr, sehr deutlich ist, besonders stark in Frankreich. Da erwartet man sogar einen Wert unter 40 für den Einkaufsmanager-Index. Und das wären die schwächsten Werte seit Mai. Wir sehen also, mit dieser Erholung ist es vorbei. Bums, nix V. Das ist jetzt Geschichte, ob die Aktienmärkte ihr V noch weiter fortsetzen, ist jetzt eben die große Frage. Derzeit eben diese Pattsituation, derzeit ist die Impfstoffhoffnung die eigentliche Immunität des Marktes, der Aktienmärkte gegen die Einpreisung ökonomischer Realitäten und natürlich die Hoffnung auf die Fed, die wahrscheinlich dann irgendwie agieren muss. Noch zeichnet sich überhaupt nicht ab, dass da nochmal ein Stimulus kommt, jetzt bevor Biden das Amt übernimmt. Und das könnte da also sozusagen eine schwierige Periode werden, keine Liquidität durch die Regierung. Es kommt sozusagen dann ökonomisch ein bisschen dicker, also muss die Fed irgendetwas tun. Die Frage ist, wird sie es tun? Fed-Speaker haben heute schon gesagt, ja, wir gucken uns die Instrumente an etc. Also man wird vielleicht die Duration verlängern, also die Laufzeiten verlängern bei diesem QE-Programm. Aber was ändert das? Das ist die große Frage. Hilft das den Unternehmen? Hilft das den Konsumenten? Eher nicht. Denen würden Schecks helfen, wie das Helikoptergeld, das in den USA bis inklusive Juli verteilt worden ist. Also schauen wir mal. Wir haben jetzt sozusagen den Wechsel von einem Extrem-Tech in die nächsten extreme Situation. Nehme ich jetzt der Value, vor allem Energie. Es geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Ohne Extreme scheinbar können diese Märkte überhaupt nicht mehr leben. Alle haben sozusagen dieses Herdenverhalten, alle sitzen im selben Boot. Das geht so lange gut, bis das Boot mal in schweres Fahrwasser gerät und kentert. Dann müssen alle sozusagen die Seiten wechseln, so wie das jetzt bei Tech passiert ist. In Value, ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren, und sage Ihnen Servus und Ciao. Bis Montag, die nächste Woche wird eine skurrile Woche. Thanksgiving, ja, in den USA Feiertag. Freitag ist dann praktisch auch ein halber Feiertag. Also im Grunde geht diese Woche bis Mittwoch und danach, nach Thanksgiving, beginnt das Rebalancing von Pensionskassen und Mutual Funds. Das dürfte dann einige Bewegung bringen. Ihnen das Allerbeste. Bis dann. Ciao.